Hallo, ich bin Doro von www.dorostempelt.com und ich möchte mit euch wieder eine Karte basteln. Diese Karte, die wir heute basteln, die kann man sowohl zum Valentinstag nutzen, als auch zum Geburtstag, finde ich, als auch einfach nur mal so als liebe Grußkarte, wenn man irgendwie, keine Ahnung, jemandem mal irgendwie was Gutes tun möchte, weil ich möchte euch eine Sache vorstellen, das ist nämlich dieses Produktpaket, Definition vom Glück. Und das sind hier die bildschönen Blüten, die Edge Lights, sagt man so schön so, ne? Und ich möchte den Spruch nutzen, weil du für mich etwas Besonderes bist. Und das kann man, finde ich, echt ambivalent einsetzen. Ich bin gespannt, wie es wird, weil ich habe zwar eine Karte im Kopf, aber ich bin gespannt, ob das so aussehen wird, wie ich mir das vorstelle. So, die Grundkarte werden wir in Sahara-Sand machen. Dann werden wir wieder Cardstock in Kursrot benutzen. Und als Stempelfarbe habe ich natürlich Kursrot, Sahara-Sand und grüner Apfel diesmal, weil wir haben ja Blätter dabei. Und Blätter, ne, macht man, finde ich, so in grün. Und ich finde grüner Apfel echt schön. So, das heißt, wir fangen jetzt erstmal mit der Grundkarte an, wie üblich. Das wird bestimmt wieder ein langes Video, aber das seid ihr von mir gewöhnt. Schauen wir mal, was ich da hier so jetzt entwickle, mal spontan. So. Einmal wie üblich 14,85, also DIN A4, wie sagt man so schön, geteilt. Und jetzt die 14,8, die 21 cm Seite bei 10,8 Falzen. Schon haben wir unsere Grundkarte. Schön nachfalzen und Karte fertig. So, die Mattung schneide ich mir jetzt auch tatsächlich so ein bisschen größer. Mal gucken, was ich hier für ein Stück habe. Was habe ich denn hier schon? Das sind 14,45. Das passt ja schon mal ganz gut. Dann machen wir hier 10,1. Ne? Dann haben wir das für mich genutzt. Streifen wie üblich zur Seite. Das müsste also eigentlich ganz gut hier drauf passen. Ja, gibt also wie üblich meinen gerne Standardrand. Das gebe ich ja zu. Irgendwie mag ich das so. So, und jetzt brauche ich Flüsterweiß. Achso, das ist dieses blöde Format. Wir nehmen es jetzt einfach mal. 14,05 mal 9,7. So, ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelche Karten sozusagen nachbastel, wie üblich, ne? Aber gut, es ist, wie es ist. So, so sieht das dann aus. Das kommt jetzt weg. Dann fangen wir mal an. Spannend, ne? Ich gebe ja zu, wenn ich neue Sets benutze, das ist für mich immer was total Spannendes. Moment, da ist was runtergefallen. So. Weil, ne, man weiß ja manchmal, wenn man so das erste Mal damit spielt, gar nicht so hundertprozentig, wie sich so ein Stempelset wirklich verhält. Also ihr seht mir jetzt bei einer Premiere zu. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Das habe ich echt ja noch nicht ausprobiert. Und es ist natürlich immer wieder spannend, das tatsächlich voll auf einer Kamera zu machen. Todesmutig, wie ich bin. Ne? Aber gut. Ich bin halt so. In dem Punkt werde ich mich nie ändern. So. Jetzt muss man mal gucken. Das ist der dazugehörige Blumenstempel, das ist mir schon klar. Mal gucken. Wie gehört denn das da so rein? Gehört das so rein? Das könnte passen, ne? Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt. So.
nehme ich da den, ich glaube den größeren doch besser. Ja, das passt zum Stempel immer noch am besten, ne? Ja. So, dann sind wir mal gespannt. Einmal grüner Apfel. Und ich nehme jetzt auch einfach tatsächlich mal zum Testen die ersten Abdrücke, weil ich glaube, das ist einfach einfacher, wenn man das erste Mal mit so einem Stempelset arbeitet, den ersten Abdruck zu nutzen. So, und jetzt müsste ich eigentlich, um zu testen, sofort die Blumen reinmachen. Ne? Das heißt, ich mache mir den hier jetzt runter, lege mir den da vorsichtig hin, pass auf meine Finger auf, nehme mir hier den, lege mir den hier drauf, grüner Apfel nach da, Kussrot nach hier. Achso, neue Öffnungsmethode. So, und jetzt gucken wir mal. Moment, ich guck mal, war da wirklich jetzt genug Farbe drauf? Ja, jetzt sieht es, glaube ich, gut aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Die gehört, glaube ich, hier so rein. Soll ich jetzt mal todesmutig stempeln? Ich finde, das sieht man schlecht. Das gehört so, ne? So, ich bin jetzt todesmutig und stempel da jetzt rein, in der Hoffnung, dass ich das richtig sehe. Aber mit der Kamera, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das gar nicht so einfach. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Also, gut. Ich glaube, das war richtig, ne? Ich hätte es ein bisschen noch nach da... Sehe ich gerade. Okay, schade. Aber gut, das sieht man ja vielleicht gleich nicht mehr, wenn ich da den Spruch drüber mache. Das sehen wir ja gleich, ne? Ich bin ja todesmutig. Zack, das auf Seite, das nach hier. Okay. Nicht perfekt, aber okay. So, dann pflanzen wir uns jetzt hier das in Sahara-Sand. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir noch, wie sagt man so schön, Blätter oder so reinmachen müssen. Ich muss mal gucken. Eigentlich hatte ich geplant... Ja, weiß ich nicht, kann man das? Man könnte es immer noch, ne? Aufeinander legen. So, zack, Sahara-Sand. So, jetzt wundert euch nicht, weil ich mache das jetzt relativ mittig auf diese große Mattung, aber ich habe da eigentlich eine Idee. Bin mal gespannt, ob man das machen kann. Jetzt muss ich mal überlegen, weil ich wollte eigentlich den Spruch. Das ist zu groß. Einmal mit dem Herzen. Nein, umgekehrt. Da muss ich das Kleine nach hier machen und das Große dann nach hier. Also eigentlich wollte ich das so ausstanzen. Ich bin mal gespannt, ob mir das gelingt und dann hier so draufkleben. So, das heißt,
Oh Gott, ich kann euch ja nicht mit zur Big Shot nehmen, aber ich erkläre. Ich stanze jetzt das erste Mal so aus mit dem Herzen, lege es wieder rein und stanze dann nochmal aus. Ich bin gespannt, was das wird, wie das aussieht. Also, ob das wirklich so aussieht, wie ich mir das vorstelle und ob das dann auf der Karte wirkt. Weil ich sag mal, klar, hier wird es eine Überschneidung geben, weil das bleibt ja nicht ganz. Das kann ich ja nicht ganz lassen, gebe ich ja zu. Aber ich will ja auch so ein bisschen gestückelt. Also ich bin gespannt. Ich komme gleich mit dem Ergebnis wieder. Bis gleich. Und dann wisst ihr zumindest, was ich versucht habe. Ich bin jetzt mal kurz mit dem Zwischenergebnis wieder hier, weil ich euch ja erklären möchte, was ich eigentlich plane. Ich plane eigentlich, das sozusagen mehrfach auszustanzen und dann versuchsweise in verschiedenen Ebenen auf die Karte zu bringen. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Weil, ne, ihr seht, ich lege mir das jetzt hier wieder rein und werde das jetzt tatsächlich nochmal hier an dieser Stelle ausstanzen. Und zwar so. Und hoffe dann, dass das tatsächlich zusammensetzbar auch wieder ist. Also da bin ich gespannt. Wartet ab, wie es aussieht und ob ich das zusammengesetzt bekomme. Bis gleich. Wieder da und hier sind jetzt sozusagen die Einzelteile, wie ihr seht. Muss ich jetzt vorsichtig hier mal so hinlegen. Irgendwie, weiß ich nicht, ist Kleber auf meiner Stanzplatte. So, und jetzt bin ich gleich mal gespannt, ob ich das auf der Karte sozusagen wieder zusammengepuzzelt bekomme. Ich mache mal kurz meine Stempelkissen zu, weil die habe ich auf. Nicht, dass mir irgendwas passiert. Also ihr seht, ich habe jetzt doch noch auf das Produktpaket Herzenssache zurückgegriffen, weil irgendwie finde ich diese Herzen schon schön und wollte die halt auch mal ausprobieren. Die habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. So, aber jetzt. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt legen wir uns das erstmal hin. Ich hoffe, ihr seid ja im Bild. So, fangen wir erstmal an. Legen uns diesen Rahmen hin. Und das Stück gehört hier so hin, oder? Und dieses Stück wahrscheinlich. Nee. So, jetzt fängt das nämlich an. Aber egal, das kriegen wir zusammen. So, das müsste jetzt im Endeffekt irgendwie so hier hin. Mal gucken. Das kommt jetzt hier so rein. Dann sind wir zumindest mal bei Nummer 1. So. Das hier, im Moment, das mache ich mir gerade mal mit dem Radierer so ein bisschen. Da ist irgendwas auf der Platte. Lieber. Ich muss meine Stanzplatten mal sauber machen. Irgendwas ist da drauf. Das ist mir wahrscheinlich gestern passiert. So. Und das gehört hier natürlich so rein. Das ist ein Teil. Davon. Und das gehört hierhin. Richtig? Bin ja schon puzzelaffin. So, das gehört dahin. So, das jetzt mal kurz aneinander schieben, damit man das so sieht. Na, willst du wohl? Na, ja, richtig. Aber
Ihr seht das. Gut, ja, ich krieg's nicht ganz hingelegt, aber ihr wisst, was ich meine. So, das heißt, wo gehört denn das hin? Das müsste eigentlich irgendwie... Da fehlt was, oder? Irgendwie fehlt da was. Das gehört da nicht zu. Das S kann man nicht mehr so richtig lesen, ne? Ein Teil verloren. So, das gehört da oben rein. Das gehört da oben rein, richtig. Okay, so, das heißt, man würde jetzt zuerst tatsächlich mal den Rahmen, wobei da fehlt irgendwie was. Nee, ich persönlich, oder? Da fehlt ein kleines Stück. Entweder ich habe es tatsächlich verloren. Das wäre natürlich schade. Dann müsste ich das Ganze noch mal machen. Drin. Ja, da ist es. Okay. So. Okay, das heißt, man nimmt jetzt erstmal das nochmal weg. Und jetzt würde ich erstmal tatsächlich das große Teil aufkleben. Nämlich das hier. Und zwar mit Dimensionals. So, ich bin gespannt, ob das wirklich so wird, wie ich mir das vorstelle. So. Ich finde, man kann den Spruch trotzdem noch lesen. Okay, das war die Idee. Das war die Idee, die ich eigentlich mal ausprobieren wollte, die ich jetzt auch brav ausprobiert habe. So, mit den Herzen. Das waren die Herzen. Ich wollte aber... Weiß jetzt gar nicht. Aber die müssten doch eigentlich ausstanzen. Ja, die müssten ausstanzen. So, wenn ich die in Kussrot nochmal ausstanze und dann auf das Herzchen sozusagen verteile, weil das ist ja schon ein bisschen nackig hier, ne? So, aber dazu gibt es aber keine Stempel. Okay, dazu gibt es keine Stempel, das heißt, die stanze ich aus. Was ich aber jetzt mal ausprobiere, ist tatsächlich... Obwohl ich natürlich Angst habe, wenn ich da jetzt stempel, dass ich mir das irgendwie versau. Wenn ich ehrlich sein soll, das hätte ich vorher machen sollen. Also bin ich vorsichtig und mache es nicht, sondern stanze mir die Blümchen aus für da.
kann ich diese eine große Blume auch ausstanzen? Lasst mal gucken. Die, guckt mal. Aber die ist natürlich sehr, sehr plakativ. Ist die Frage, ob ich... Okay, die stempel ich mir jetzt erst nochmal. Mal gucken. Impuls Rot. Dann nehme ich mir, weil ich glaube, für das Blatt gab es auch ein Frameblatt. Und dann mache ich auch einmal das hier. Drei Blätter sozusagen für die Blume, grüner Apfel. Dass ich die jetzt stempel, liegt im Endeffekt daran, gebe ich zu, ich bin jetzt zu faul, mir Cardstock grüner Apfel zu suchen. Ich bin nämlich irgendwie mit meinem Cardstock durcheinander geraten. Ich muss den neu sortieren, was ich aber de facto noch nicht geschafft habe. Deswegen stempel ich jetzt. Gefällt mir im Dunkeln so ein bisschen besser. Also, ich gehe da mal mit den Framelights ausstanzen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich rutsche auch mal wieder so ein bisschen hoch. Ich habe jetzt alles ausgestanzt. Wie ihr seht, ich habe mir aus einem Rest Kussrot auch hier diese Blümchen noch ausgestanzt. Weil ich die jetzt auch nicht schlecht fand. Mal gucken. Das. Zack. Und zack. Mal gucken. Bin ich mal gespannt. Das war irgendwie, das gehörte nicht hier hin. So, Moment, ich muss mir ein bisschen Platz machen. So, wenn ich mir das jetzt hier so hinsetze, geht irgendwie aber der Effekt des Rahmens verloren. Ist richtig? Ist richtig. Ist natürlich jetzt doof. Wir können natürlich das hier hin mit Dimensionals. Und dann kommt... Das hier so. Da. Zack. Dann könnten wir das nach hier. Tatsächlich nur so leicht rausgucken lassen. Also im Endeffekt das so untereinander. Aber wirklich so. Das dann meinetwegen noch nach hier so ein bisschen. Und das. Könnten wir hier so hin. Und die nach hier. Jetzt müsste ich mir von dem kleinen Zweig vielleicht auch noch ein Ausdruck. Nö. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Das gefällt mir sogar. Ist zwar anders, als ich geplant habe, aber ich finde es jetzt echt nicht schlecht. Das heißt, ich mache das jetzt so. Entschuldigt, jetzt bin ich gegen den Tisch gestoßen. Klebt das mit tatsächlich auch einem Glue-Dot auf. Gucken. Na? So, den knibbel ich mir jetzt hier so ein bisschen zusammen. Händen drauf. Ich gebe zu, das hätte ich vorher machen sollen. Aber
Ich gebe zu, wenn ich immer teste, dann mache ich genau sowas. Jetzt habe ich das sozusagen zu einem kleinen Knubbel hier hinten drauf geschoben. Und die kommt jetzt einfach erstmal hier so, zack, mit dem kleinen Knubbel drauf, zack, bisschen draufdrücken. Mini-Dimensional. Bin mal gespannt, hoffentlich klebt der da, passt der da drauf. Nein. Also halbieren. Was ich bei Mini-Dimensional jetzt ehrlich gesagt anstrengend finde, aber auch das ist möglich. Jetzt sieht man ihn an der einen Stelle nur noch. Das kann man aber so ein bisschen hin und her schieben. Dann sieht man es nicht mehr. Ha! Habt ihr gesehen? Ich bewege die dann einfach so, dass man das Gefühl hat, man sieht sie nicht mehr. So, das kommt jetzt nach hier so. Okay. So, jetzt fehlen natürlich noch durchaus Glitzersteine. Das gebe ich zu. Und ich nehme auch Glitzersteine und nicht die Lackakzente in Kussrot. Ich hoffe, dass die Größe nicht zu groß ist. Weil die ganz kleinen habe ich nicht mehr. Schade. Also, ihr seht, ne, ich bin da ja wieder spontan, relativ schmerzfrei in meinen Experimenten. Bei der Entwicklung solcher Karten. Ich bin immer sehr todesmutig. So. Manchmal bin ich vom Ergebnis selber erstaunt, weil ich dann manchmal denke, so, pff, es ist wirklich so, wie du dir das vorgestellt hast. Aber ich sag mal, es ist zumindest eine besondere Karte. Das müsst ihr zugeben. Es ist ein langes Video, ich weiß, weil dieses Puzzle natürlich. Das Zusammenpuzzeln der Herzen war komplizierter, als ich gedacht habe. Liegt natürlich daran, dass ich mal wieder nicht daran gedacht habe, dass dieses eine Herz sozusagen auch einen Rahmen ausstanzt. Das liegt natürlich daran, dass ich die Herzen noch nicht benutzt hatte. Und ich sag mal, ne, das liegt natürlich daran, dass ich nicht Probebastel. Was ich, glaube ich, schon mal erzählt habe, dass ich tatsächlich mir das Probebasteln der Karten mittlerweile echt spare, weil ich das halt zeitlich nicht hinkriege. Also wenn ich jetzt meine Videos probebasteln würde, zumindest die Karten, dann käme ich wirklich nicht mehr zum Drehen. Und ich hoffe, dass ihr wirklich sagt, nee, dann lieber nicht probebasteln und dafür ein längeres Video, weil du experimentierst. Als probebasteln und ein perfektionistisches, schnelles Video. Wobei ich diesmal auch wieder nicht viel gebrabbelt habe. Entschuldigt, normalerweise bin ich da ja anders, aber hier habe ich mich jetzt echt konzentriert, weil ich das gar nicht so einfach fand in der Gestaltung. Also nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich habe es mir leichter vorgestellt, naiv ich bin. Aber das Stempelset ist schön. Gefällt mir. Ich war zuerst, sage ich mal, so ein bisschen unsicher, ob ich es mir wirklich leisten soll. Hab dann ein Video gesehen bei Susi der Ideenmanufaktur, die damit mehrere Karten gestaltet hat. Sehr schöne Karten, fand ich persönlich. Ja, und da musste ich es haben. Also, ihr seht, ich gucke wieder Videos und prompt komme ich wieder auf die Idee, mir Sachen zu kaufen. Bei denen ich im ersten Moment gedacht habe, so, nö, ach, Blumen hast du eigentlich genug. Aber das sind echt schöne Blumen. Und ich finde, das ist echt eine besondere Karte geworden, oder? Was meint ihr? Ah, bin ich wieder zu weit oben. Entschuldigt. Und Werbung habe ich wahrscheinlich halb ab. Ach, ist auch egal. Werbung, ne? Ihr wisst, Dauerwerbung. So, das ist meine Karte mit dem Produktpaket Definition vom Glück und den Herzen aus, weiß ich nicht. Wie heißen die denn jetzt nochmal? Die heißen herzlich bestickt. Eine besondere Karte. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und ich hoffe, ihr findet, sage ich mal, das Ergebnis schön.
Klar, ich hätte hier den Stempel umdrehen können, aber da war ich halt immer noch so ein bisschen, ne? Finde ich aber jetzt persönlich, ja, hätte man machen können, aber egal. Beim nächsten Mal. Okay. Dann viel Spaß beim Nachbasteln. Wünscht euch eure Doro.